Vor und nach der Gamescom war es ja ziemlich ruhig um Spiele-Releases, doch das hat jetzt ein Ende. Im September geht es richtig rund. Grund genug, euch die Top-Spiele in diesem Monat vorzustellen. Die erste Septemberwoche hat es bereits in sich. Neben dem postapokalyptischen Action-Titel Mad Max steht seit dem 1.9. der heiß ersehnte Konami-Kracher Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain in den Regalen. Während bei Mad Max die pimpbare Karosse Magnum Opus im Mittelpunkt steht, ist es in Metal Gear Solid 5 ein aus dem Koma erwachender Solid Snake, der nur eins will, mit einer neuen Söldnertruppe Rache nehmen. Mehr Open World in einer Woche geht nun wirklich nicht. Of the brothers gone. Von den Machern von Little Big Planet erscheint am 9.9. das bisher PS Vita exklusive Spiel Tearaway Unfolded auf der PS4. Nur drei Tage später können sich alle Wii U-Besitzer auf den Level-Editor Super Mario Maker freuen. In Nintendo-Spiel werdet ihr selbst zum Entwickler und nutzt alle typischen Elemente, um eure eigenen Level zu kreieren. Wenn es um Sportsimulationen geht, ist der September dieses Jahr nicht zu schlagen. Zunächst erscheint am 17.9. Pro Evolution Soccer 2016 und NHL 16. Tag später, am 18.9., folgt Forza Motorsport 6 mit mehr als 450 Autos. Wo Pro Evo auftaucht, ist der Konkurrent FIFA natürlich nicht weit. Hier müssen sich die Fußballfans noch bis zum 24. September gedulden. Eine kurze Sportpause gibt es dann am 27.9. mit LEGO Dimensions. Die hält aber nicht lange an, denn der Monat endet mit der NBA-Simulation NBA 2K16. Das waren die Highlights für September. Vielleicht war ja das eine oder andere Spiel auch für euch dabei. Ich verabschiede mich jetzt, habe keine Zeit. Metal Gear ruft. Ciao!